Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Freut mich, dass ihr am Start seid. Und wir sind angekommen, Leute, bei einer Wundertüte, okay? Es gibt Future Star, Road to the Final oder Foot Centurius, wie das heißt. Fix diesen braunen Karten da. Es ist geil, ich liebe Wundertüten. Es ist auch schon, glaube ich, länger gefühlt keine mehr gekommen. Die knallen rein, 115.000 Coins. Ich würde euch jetzt gleich zeigen können, ob sich das Ganze lohnt. Wir machen ein SBB. Wir öffnen erstmal meine Wundertüte, dann baue ich ein Team drum und dann gehen wir ins SBB gegen Heisen. Und der öffnet gleich danach, nach der Sequenz, seine Wundertüte. Und Ladies and Gentlemen, für den Erfolg gegen Paris. Wir haben die Scheiße nach Hause geschickt. Ja, als deutsche Supporter, nicht nur als Bayern-Supporter. Lasst alle einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Ich würde sagen, Leute, bei 5000 Likes nehme ich nächstes Mal ohne T-Shirt und Unterhose, ohne Hose ein Video auf. Ich hoffe, die schaffen wir nicht. Ohne großartig weiter zu babbeln, Leute. Wir gehen rein. Gib mir einen guten Starspieler. Gib mir einen guten. Und wir bekommen Marco Reus. Chesney habe ich schon. Das sind, by the way, alles drei Foot Centurions. Grütze, fixer nochmal. Aber Coleman ist auch nicht so verkehrt. Marco Reus kostet 200k oder 300k. Ist, würde ich sagen, ein Win. Warte, wir machen mal Preisvergleich. Der kostet 250k. Ich würde sagen, GG. Und jetzt schauen wir uns an, was Heisen zieht. Ohne groß reden, ohne groß schauen. Reus! Reus! Yes! Oh mein Gott! Und Freunde, Mr. Heisen ist hier. Willkommen! Jo Leute. Auf diesem YouTube-Kanal. Jo Leute, was geht? Zum ersten Mal mit Tabak aufzunehmen. Geil, freue mich drauf auf deinem Kanal. Ja Mann, hab Bock. Pass auf, also mein Sturm wird zusammengesetzt, Freunde. By the way, ihr habt ja gesehen, was wir gezogen haben. Wir haben Cristiano Ronaldo und Talisca. Cristiano Ronaldo und der? Talisca. Nee. Alea und Adeyemi. Junge, ich dachte, du gehst hier mit Perfect Link zu Reus. Was passiert hier? Ja. Dann bist du dran, komm. Übrigens schon lustig, dass wir beide Reus gezogen haben. Ne? Ich habe den ja auch an Track gezogen. Ja, sehr, sehr lustig. Ja, voll random halt. Ja. Mhm. Und weißt du, wen ich daneben habe neben Reus, den ich hoffentlich heute nicht diskutieren muss? Benzema Toti am Start. Und im ZOM habe ich den roten Pick von Thomas Müller. Bro, ich wirklich ehrlich, ich schwöre auf alles. Ja. Da stand Mbappé Benzema, okay? Dann habe ich vergessen, weil Reus spielt ja bei dem Sturm nicht ZOM, habe ich Benzema weggemacht und habe Neymar hingeschrieben. Anstatt, egal, ich habe gefettfingert. Auf jeden Fall darfst du beide behalten. Nichts getroffen, Schnaps besoffen, cool. Okay, Freunde, machen wir weiter mit der zweiten Runde. Komm ich halt rein. Ich habe gerade überlegt, ob ich einfüge oder reinhalte, aber ich glaube, das bringt mehr Glück, wenn ich jetzt nochmal reinhalte. Komm. Okay, also linker ZOM gehe ich mit meinen Eiern. Schmeckt gut. Hatte heute. Digga, Leute, wer von euch kennt in Köln Kebabland? Das ist. Ich habe noch einen übrig, einen Adana, okay? Das ist das Beste, was man essen kann. Ich höre es euch, das ist geistig. Deswegen auch ein Eiern danach, ganz wichtig. Dann haben wir ZDM, zum einen Camavinga und zum anderen Tchouameni. Perfect. Ja, Sané, Luis Gustavo und Goretzka. Und das in Köln muss ich mal ausprobieren. Also wenn du sagst, das ist krass. Wenn ich mal in Köln bin, komme ich darauf zurück, Digga. Musst du echt machen. Games kommen spätestens. Okay, Bro. Okay. Dann halte ich für dich rein, Kobo. Genau, ich habe ja ZMs am Start. Also keine LMs, ne LMs. Ich hoffe, das hast du mitbekommen mit der zweiten. Ja. Perfekt. Okay, LZM am Start. Toni Kroos, Winter Wildcard. Das ist einer meiner Lieblings-SBCs dieses Jahres. Ich habe die geliebt, Digga. Für mich so kranke Karte. Alle E-Sportler sagen auch, das ist krass. RZM am Start ist auch ein Real Madrid-Spieler. Es ist aber die Showdown-Karte. Dani Ceballos. Warum doch immer so komische Showdown-Karten rauskamen letzte Woche. Aha. Und ZDM am Start ist Philipp Lahm, der Leader. Nein, hast du gut gemacht. Ich habe Goretzka, Kimmich und Camavinga. Oh, Glück gehabt, ne? Du hast eigentlich immer so inzwischen gesniped, so ein bisschen daneben, aber immer knapp dabei. Bisschen daneben gegriffen, aber passiert. Leute, schaut mal, ich habe R9 wieder repariert. Der Wackelkopf ist wieder auf Beinen. Hier seht ihr, das ist abgebrochen. Der wird mir jetzt Glück bringen. Der hält nämlich für dich die Tafel rein, Bro. Okay. Also, LV am Start ist Alfonso Davies Totti Nomini, Bro. Coole Karte, ich hoffe, ich darf sie spielen. Und RV, ich habe ja so, es gibt immer so, jeder hat so seine Mitlieblingsspieler so am Start, ne? Und ich habe einen Spieler, den spiele ich sehr, sehr gerne. Und du weißt es halt noch nicht, weil wir noch nicht so oft aufnehmen. Aber es ist auf jeden Fall Eder Militao Totti, weil der kann RV, IV, der kann gefühlt alles. Scheiße, ich habe Henrichs und Joshko Guardiol. Dein Jungfern-Dings da zu Dingsen. Ach, Digga, vergiss es. Ich stehe so ein bisschen auf. Ah, Digga, das könnte jetzt echt falsch kommen, weil ich. Egal. Philipp Lahm habe ich links Verteidigung. Auch, Digga. Prime dumm. Icon. Ja. Und Rechtsverteidigung gehe ich mit auch eine Showdown-Karte. Es ist Henrichs.
Ey, Bro, wie bitter, ne? Ich denke, die ganze Zeit gehst du auf Dortmund, weil du Marco Reus noch mal voll kriegen musst langsam. Weil du musst auch Starspieler voll machen bei dir, ne? Ja, klar. Ja, deswegen, ich Marco Reus muss Süle und Guerrero am Start. Ey, ich dachte, du gehst mit irgendwie einen Link mit Dortmund, aber nö, tust du nicht. Ja. Schade. Oh, dann wird's aber jetzt spannend. Letzte Position. Ich habe bis jetzt, wie viele Ligen drin? Habe ich schon 3 Ligen, Malaka Souflaki? Okay, Leute, Finale. Bis jetzt kein Snipe bei uns beiden, Digga. Geisteskrank. Also, gut. Ich hoffe, ich darf vorlegen. Jetzt musst du Reus voll kriegen. Wenn ihr jetzt Kohle hast, dann kacke ich im Stehen. Oh, geht gar nicht mehr wegen Alouweiren. Also, Cowboy, jetzt, Leute, könnte es ein bisschen unangenehm werden, sagen wir es mal ehrlich. Es ist zum einen Tuta. Ich glaube nicht, dass du den hast. Nein. Also eine UCL. Aber du brauchst einen Dortmund-Spieler. Anders kann ich mir das nicht erklären. Nee, ich habe Trapp und der letzte Spieler ist Rüdiger. Ey, Digga, du gehst mit Nation. Ich dachte, er geht mit Verein. Ich hab Schlotterbeck, Can und Kobel, Mann, wie bitter ist das? Can wäre so Pfeifert gewesen, weil der ist eigentlich ZM, aber kann auch Eve, aber das, niemand weiß das gefühlt. Also dachte ich mir, du spielst so Can, aber. Moin. Junge. Ah. Cool Team, Digga. Okay, komm. Jetzt kannst du mich brechen. Ich werde Rüdiger in Gold spielen, aber wenn es um das Garden geht, packen wir dann die Monster Watch rein, weil die anderen Spiele werden gerade vom Video davor verkauft. Nur, dass du Bescheid wisst. Okay. Linker Innenverteidiger am Start. Ja. Habe ich eine Fantasy Foot Hero Karte. Es ist King. Also kannst du jetzt schon denken, an welche Liga ich gehe. Nämlich die Premier League, weil es ja Premier League Hero. Rechter Innenverteidiger ist am Start. Koulibaly Totti Nomini mit der langen Zunge. Und Mondi. Im Tor Mondi, genau. Das hört sich gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Nein, mach auf, das hört sich grinsen. Das hört sich super gut an. Wir haben Maignan, wir haben Lucio, also komplett falsch. Und wir haben King. Ey, das hast du so schlau gemacht. Du hast beide Heroes aufgeschrieben in die Liga, die ich noch brauche. Also Serie A oder Premier League. Digga, du Ekliger. Junge. Das hat geschmeckt. Ja, Bro. Freunde, unser erstes SBB. Also davor haben wir ja schon ein Hinspiel aufgenommen. Ey, Leute, by the way, wir haben bei Niklas natürlich in der Videobeschreibung, haben wir auch ein Video aufgenommen, okay? Abchecken, da gibt es das Rematch und auch eine Wundertüte geöffnet. Aber das habe ich, glaube ich, im Intro gesagt. Aber nur, dass ihr nochmal Bescheid wisst. Und dadurch, dass unser erstes SBB ist, direkt eins zu treffen, wichtig. Gute Einstattung. Okay, wir schauen uns mal die Teams an. Was habe ich denn da zu sehen? Oh Gott, das wird eng. Digga, das wird... Du warst ja unangenehm, Junge. Du bist Ronaldo und Talisca vorne gegen Bronzekeeper, hä? Du bist... Leute, die es nicht wissen, Heisen... Warst du früher E-Sportler quasi, kann man das sagen? Ja, ich war früher E-Sportler. Du warst bei HSV halt, oder? Top 8 Deutschland war ich früher, aber jetzt kann ich nichts mehr. Also, komm, Top 8 Deutschland? Ja, früher, jetzt komm. Yo, Digga, ich bin gegen Top 8 YouTuber. Was für YouTuber haben wir da? Gut. Achso, Top 8 auch bei EA im Arsch drin, oder was? Also das kann ich nicht, das gebe ich auch weg, Digga. Nix Top 8 Deutschland. Ey, das tut mir leid, Bro, sag ich dir ehrlich. Danke. Du saßt bei EA unterm Tisch, Top 8 warst du da, oder? Tabak Classic. Ja, das ist jetzt ein Wort, ne? Nein, nicht so Quatsch, Tabak Classic. Was verschießt der? Aber Bro, also das war genau so ein Ding wie bei mir eben, ne? Ja, lauf. Nein. Lauf. Iron. Nein. Iron. Vamos, Jungs. Junge. Gegen Top 8. Unter gegen Top 8. Was sind Top 8, Junge? Ich war 1999 Top 8, aber jetzt nicht mehr. Was sind Top 8? Nee, egal. Top 8 unterm Tisch, habe ich gesagt. Nicht FIFA. 32 Coupé. Rapper ziehen. Schnee. Finde ich nicht okay. Bei uns. Komm, Mondi. Komm, Mondi. Gib ihm. Nein. Ja. Geschafft. Nein. Hallo, Mädel. Wie ist es unter dem Tisch da bei der Top 8? Gekommen. Nein, er. Digga, jetzt ist er da wieder aufgestanden. Er dachte sich, ich glaube, die Kopf. Da feierst du dich zu lange, Digga. Da feierst du dich zu lange. Das Spiel davon rein. Ja, ich weiß, ich bin ein Firebeast. Oh, ich weiß nicht mehr. Den schenk ich dir. Ich weiß nicht, jetzt. Einen Stern. Der deinen Namen trägt. Ich wollte den Mann ablenken. Scheiße. Junge, DJ Ötzi, Digga, krank. Einfach Kindheitsheld bei mir. Nein. Oh, ja. Mein Keeper. Oder was soll ich denn da machen? Ey, gegen Keeper keine Chance, ne? Einfach erzählen. Ja, Mann. Keine Chance. Ist echt wirklich, es ist ein Vorteil. Mir ist halt die super Eintracht. Boah, was ne Schuss, Digga. Der ging aber ganz schön. Der ging geschmeidig, ram ins rechte obere Ecke. Sag ich dir ehrlich. Hat sich nicht so angefühlt. Das ist besser als der andere, von dem gesniped hast. King. Irvin. Oh, okay. Digga, Irvin, wirklich, dem mache ich 100 Kilo Schokolade von dir. Krank.
Ihr seid Macher, Jungs. Es geht weiter? Was soll ich noch jetzt sagen? Oh, GG. GG's, Bro, GG's. 5, 3, 8 Tore sind gefallen, Leute. Wir gehen zu Discarden. Ich habe 2 Discards, hast richtig gut gespielt. Aber wir konnten eigentlich ganz gut mithalten. Hat Bock gemacht. Okay, ich habe umgestellt. Leute, Rüdiger ist jetzt mit zur Auswahl. Und wir können loslegen. Du hast 2 Picks bei der 4 Triple 2. Okay, Bro, okay. Oh, ich habe immer so das Gefühl, dass gerade wenn man das erste Mal miteinander aufnimmt, man immer das Krankeste trifft von allen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, Bro. Komm. Nein, bitte nicht verrückt dich. Du kannst, by the way, Philipp Lahm treffen, der ist gut. Du kannst meinen Kamavinga treffen, Cristiano Ronaldo, Alvaran, Marco Reus, gerade durchgezogen, Henrichs und so weiter und so fort. Also viele gute dabei, finde ich. Okay, komm. Ich nehme ein paar. Und ich gehe... Ich habe erstmal überlegt in der Offensive, aber ich glaube, du hast die Jungs in der Defensive. Ich nehme deine beiden Innenverteidiger. Nein. Digga, egal was, du hättest in der Defensive als Paar nehmen wollen. Entweder wäre es Alvaran und Tchouameni, das sind die Außenverteidiger. Okay. Du nimmst Cristiano Ronaldo und Marco Reus. Oh! Marco Reus, Bro. Und Cristiano. Und dann noch Krisch, Digga, der 91er, ne? Junge. Ja, Krisch, Inform und Marco Reus. Das ist schon nicht Marco schlecht. Reus. Das sind so 300, 400k, ne? Knapp. Ja, Marco Reus ist auch gerade frisch gezogen. Ladies and Gentlemen, schnallt euch an, die Spieler sind drin. Wir haben abgeschickt, Marco Reus und Cristiano Ronaldo, das war mir eine Ehre. Freunde, Daumen nach oben unbedingt da lassen. Und ich danke mich fürs Zuhören. Danke für euren Support, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Letzte Worte gehen an dich. Haut rein und ciao, ciao. Lass Liebe da, mach's gut. Ciao, ciao.